Guten Abend und ein herzliches Willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Brokers. Mein Name ist Stefan Fredrichowski. Ja, gewohnte Zeit, gewohnte Stunde. Heute am 27. Februar, 19 Uhr 2019, sollte man auch mal dabei sagen, weil wenn ich mal auf die Webinaraufzeichnung gucke, dann ist sogar das Jahr manchmal relevant, zumindest wenn ich im Nachhinein Nachfragen kriege, noch zu irgendwelchen Unterlagen. Unterlagen ist natürlich schon auch ein gutes Stichwort. Ihr findet die Webinar, die Folien, also die Slides, die könnt ihr auch schon bereits runterladen, direkt aus dem GoToWebinar Control Panel. Und nachher gibt es wieder einiges an Excel-Sheets. Also wie immer der Hinweis, wer diese wiederum haben möchte, schicke mir einfach hier eine E-Mail an genau die eingeblendete Adresse, also s.fridrichowski@jfdbrokers.com. Ihr könnt mich gerne direkt mit Stefan anreden. Ihr merkt, ich rede euch indirekt auch gerade mit du an. Also Stefan ist da einfach direkt auch willkommen. Wir haben heute ein interessantes Thema. Aber bevor ich nochmal wirklich loslege, nochmal auch im Namen von JFD natürlich ein herzliches Willkommen, die ganzen Webinare hier in Summe mit ermöglichen. Und auch nochmal vielen Dank für die ganzen Grüße, die hier noch im Chat schon reinputzeln. Da auch noch eine interessante Lustigkeit hier über die Webinar-Teilnehmer. Wir haben erstmal wirklich sehr viele zahlreiche, wie immer, was mich auch sehr freut. Nur wir haben heute eine enorme Jens-Dichte. Also allein 5 Leute mit dem Vornamen Jens. Also hatte ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. War mir nicht geläufig, dass der so verbreitet im Moment scheinbar ist. Um Namen geht es natürlich nicht. Heute geht es um Portfolio Trading. Ich habe das bewusst die Königsdisziplin des Tradens genannt, weil schließlich und endlich, und wir haben auch in diesen Webinaren, die ich hier mache, ihr wisst, die sind immer ein bisschen mathematisch angehaucht. Das geht auch heute gleich wieder nachher so weiter. Wir haben zahlreiche Strategien. Wir haben Strategien entwickelt, rauf und runter. Aber schließlich und endlich wollen wir die natürlich en gros nutzen. Das heißt, wir wollen natürlich nicht irgendwie eine einzige Strategie nehmen und die traden. Nee, das wäre auch nicht der wirkliche Erfolgsansatz beim Traden, sondern natürlich ist es ein ganzes Portfolio aus Trading-Strategien. Wenn man dann schon zahlreiche Strategien sein eigen nennen kann, was erstmal an sich ja schon mal sehr schön ist, ist natürlich die Frage, hey, und wie gewichte ich die jetzt gegeneinander? Wie mache ich das? Und muss ich da was verändern? Und wie gehe ich denn eigentlich vor? Und das wiederum ist genau der Ansatz für heute. Das heißt, mir geht es darum, wie baue ich ein solches Portfolio auf? Wie gewichte ich es richtig? Und dieses Wort richtig müssen wir allerdings schon gleich einen Haufen Fragezeichen hintersetzen, weil das Wort richtig ist hier nicht allumfassend oder für jeden gleich zu beantworten. Denn wie bei jedem normalen Trading-Stil gilt auch fürs Portfolio-Trading, dass wieder die eigenen Präferenzen natürlich mit eingehen. Wenn ich sage Präferenzen, dann fängt das mit ganz banalen Dingen an. Also zum Beispiel Kontogröße. Das ist nicht vielleicht eine Präferenz, sondern eine Notwendigkeit oder wie auch immer man das genau nennen will. Aber Kontogröße geht natürlich ein in das Portfolio und die Zusammensetzung nachher des Portfolios. Und genauso eine weitere grundsätzliche Frage, die ich gerne auch im Coaching immer so formuliere: Wie viel bin ich bereit zu verlieren? Die Frage ist immer ein bisschen lustig. Aber natürlich geht es auch darum, wir müssen über Drawdowns reden. Wir müssen darüber reden, was darf denn auch mal schiefgehen und wie weit darf etwas schiefgehen. All das sind Aspekte, die dann unser Portfolio kreieren und mit eingehen, wenn wir es denn entsprechend so aufsetzen. Wir werden das nachher mathematisch tun. Ich will aber schon vorneweg sagen, hey, da darf man natürlich auch gerne noch manuell arbeiten im Sinne von, vielleicht hat man noch andere Dinge, die man mit in die Waagschale werfen möchte, die die Auswahl der Strategien dann mit beeinflussen. Also man muss nicht immer alles ganz stur hier nach Mathematik machen. Bevor wir richtig loslegen, und heute geht es wirklich auch um Settings, um Einstellungen zu vorgestellten Portfolios, die ich nachher auch hier kreiere. Natürlich der Risk Disclaimer, wir kennt ihn. Final reden wir hier über Trading, aber
Umgekehrt, final heißt es auch, dass wenn es um euer Trading geht, bleibt es natürlich wie immer in eurer eigenen Verantwortlichkeit. Und das muss natürlich mal wieder hier einmal gesagt werden. Aber ich glaube, das Prozedere kennt ihr natürlich. Gucken wir uns mal genauer an, wie die Einzeltopics sind. Natürlich geht es nochmal um die Frage, warum überhaupt Portfolio Trading? Das ist relativ einfach und kommen wir schnell durch. Dann müssen wir uns mit zwei Feinheiten mal nochmal genauer beschäftigen. Die nächsten zwei Punkte, gebe ich gerne zu, sind geklaut aus anderen älteren Webinaren. Aber sie sind mir hier nochmal wichtig, um allgemein ein Gefühl dafür zu entwickeln. Zum einen, was ist eigentlich eine gute Equity-Kurve? Ist eine Frage, die gar nicht so einfach ist zu beantworten. Und da gäbe es sicherlich auch zahlreiche unterschiedliche Meinungen, die auch durchaus alle richtig sein können, weil wir auch da wieder die Präferenzen eingehen. Aber mit der Frage müssen wir uns natürlich beschäftigen, weil wir wollen nachher auch eine Portfolio-Equity-Kurve daraus entwickeln. Dann haben wir noch einen anderen kleinen Aspekt, den wir uns immer wieder hier auch angucken müssen. Ich habe das mal hingeschrieben mit 1 plus 1 ist 1,41. Jetzt könnt ihr mir glauben, dass ich sicherlich mathematisch angehaucht bin und trotzdem es so hingeschrieben habe und es irgendwie seine Bewandtnis hat. Also die Auflösung kommt natürlich noch, warum in dem Fall plötzlich 1 plus 1 gleich 1,41 ist oder noch besser gesagt Wurzel 2. Da geht es um Drawdowns. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Drawdowns sind ohnehin wichtig für alles rund ums Traden. Aber hier geht es darum, wenn wir Portfolios entwickeln, wollen wir natürlich auch auf den Gesamtdrawdown schauen eines Portfolios. Und das Gute ist, da ist in der Tat nicht 1 plus 1 gleich 2. Zumindest, wenn alles statistisch vor sich geht. Wenn wir jetzt dann das Portfolio aufstellen wollen, brauchen wir Kenngrößen. Und zwar zunächst mal die Kenngrößen der Einzelstrategien. Ich gehe das heute bewusst so an, dass es vollständig übertragbar ist. Das heißt, ich gehe nachher zwar auf Einzelstrategien ein und ich kombiniere nachher ausschließlich einfach Strategien aus JFD Invest als Datenquelle für Einzelstrategien, aber ihr könnt genau das gleiche Vorgehen, ihr könnt das, die gleichen Excel-Sheets verwenden, ihr müsst nur anderen Input reingeben, aus anderen eigenen Strategien oder anderen fremden Strategien. Aber wir müssen uns auf Kenngrößen einigen, die wir brauchen, die dann da eingehen. Und da brauchen wir halt einiges. Und das ist nicht einfach nur die Equity-Kurve an sich, sondern das ist noch einiges mehr. Und wir werden sehen, dass wir viel vor allen Dingen über Neben- und Randbedingungen reden müssen, die wir auch alle einhalten müssen, damit wir diese Strategien überhaupt traden können. Und insofern brauchen wir einen Haufen Kenngrößen. Dann wollen wir es natürlich gestalten. Und schließlich und endlich stelle ich auch mal einige Portfolio-Accounts vor, in einer Art von Gewichtung, die dann bezogen sind auf JFD Invest, als wäre es nicht, während kein kurzer Nebensatz, da wo es halt zahlreiche Strategien gibt, denen man auch einfach folgen kann und wo man genau auch ein solches Portfolio kreieren kann. Steigen wir mal ein. Warum eigentlich Portfolio Trading überhaupt? Naja, ist relativ schnell und einfach erklärt. Es geht in Summe vor allen Dingen erstmal um Diversifikation. Klar, Schlagwort, was alle kennen, aber wirklich wichtig ist. Es ist halt nicht dieses alles auf eine Karte setzen. Eine profitable Strategie und dann nehme ich die halt einfach. Diversifikation ist wirklich hier ein Schlüssel zum Erfolg. Ganz allgemein, egal wie man sein Portfolio aufstellt, aber Diversifikation ist extremst wichtig. Die Vorteile, die dadurch entstehen, ist, dass man die Strategien sind ja nicht alle gleich. Also so sollte es zumindest sein. Also nicht, dass wir eine DAX Long-Only-Strategie und eine S&P 500 Long-Only-Strategie haben und die beiden dann kombinieren. Das wäre sicherlich nicht das Idealste im Sinne einer Diversifikation. Sondern wenn wir viele verschiedene Strategien haben, sind wir inhärent besser angepasst an die unterschiedlichen Marktphasen. Dieser Begriff Marktphase, ich benutze ihn hier, ohne ihn zu definieren. Das hat auch seinen guten Grund, weil ich könnte es noch nicht mal. Natürlich könnte ich auch über Seitwärtsmärkte und sonst was philosophieren, aber das Blöde ist, das kann ich mal alles im Nachhinein. Und von daher nennen wir es einfach mal unterschiedliche Phasen, die wir zumindest nachher im Rückspiegel auch tatsächlich gut identifizieren können. Aber diese vielen verschiedenen Strategien sind natürlich dann bestens geeignet, dann unterschiedlich dazu agieren. Und das hilft mir dann besser auch durch diese verschiedenen Marktphasen dann durchzukommen. In Summe entsteht durch diese Portfoliogenerierung dann das, was ich nachher auch immer einfach eine glattere Equity-Kurve nenne.
bewusst in Gänsefüßchen geschrieben, weil wir müssen mal gucken, was das eigentlich bedeutet und wie wir das alles messen, aber dazu später mehr. Und natürlich hat dieser Portfolio-Ansatz immer die Möglichkeit der Drawdown-Verringerung, Schrägstrich, oder wir können vielleicht unser Risiko in Summe erhöhen, ohne mehr Drawdown zu kriegen. Wie das geht, werden wir auch sehen. Für mich persönlich, weil ich auch solche Portfolios ja auch selber betreibe, ist es einfach auch ein entspannteres Traden, weil halt dieses, naja, jetzt gucke ich auf diesen einen Trade und jetzt steht er gerade bei minus 398 Euro im Minus. Hoffentlich steht er morgen früh im Plus und ich kann nicht schlafen und so weiter. Nein, also das sind natürlich alles keine guten Grundsätze, sondern wir wollen entspannteres Traden und das natürlich auch profitabel. Fangen wir mal an, indem wir uns erstmal nochmal mit einer Equity-Kurve beschäftigen. Wie gesagt, die Folie hatte ich auch schon früher mal in einem Webinar. Und ihr könnt mal ganz schnell, wenn ihr wollt, schreiben, welche von meinen vier Equity-Kurven, die ich hier gezeichnet habe, eigentlich die beste ist. Also reicht einfach die Nummer. Wir haben hier eine rote oder auch die Farbe ist mir erstmal egal. Wir haben hier vier Equity-Kurven. Und ja, den höchsten Profit hat hier natürlich die rote, keine Frage. Macht in Summe 4.000. Und wir haben die schlechteste, ist hier so eine hellblaue, die hat in Summe so was wie 1.500 Profit gemacht. Das könnten alles Kurven einer Equity, einer Trading-Strategie sein. Aber natürlich ist jetzt die Frage, welche sind hier gut und wie definieren wir überhaupt dieses Gut? Das ist wichtig, wenn wir nämlich nachher verschiedene Equity-Kurven miteinander kombinieren wollen, müssen wir sie auch gleichartig in Summe betrachten. Und deswegen hier auch mal noch dieses Beispiel, um sowas mal live hier zu sehen, was wir an verschiedenen Equity-Kurven eigentlich hier möglich haben. Okay, trudeln einige Antworten rein und fast ausnahmslos alle, so wie ich es auch sehe, nämlich als die beste. Und das ist die Equity-Kurve 2. Warum ist die Equity-Kurve 2 hier eigentlich die beste von den vier, die gezeigt ist? Naja, gucken wir uns mal im Detail an. Also den höchsten Profit hat ja schon die rote, das sagte ich. Aber die hat auch größere Drawdowns. Das heißt, die hat hier zwar locker die doppelte Steigung, aber monstermäßig viel mehr Drawdowns, also verglichen mit der roten. Wenn wir mal, ohne jetzt das mathematisch hier anzugucken, der Drawdown ist ja locker 500 Euro in der roten Equity-Kurve und in dieser braunen Equity-Kurve 2 fast nicht messbar klein. Das ist garantiert irgendwas unter 50 Euro. Ja, wenn man dann so etwas hat, dann ist natürlich die Frage, da könnte man ja eigentlich die Equity-Kurve 2 sozusagen mit einem höheren Risiko fahren. Dadurch kriegen wir die Steigung auch hoch, also höher, als sie jetzt ist, und hätten immer noch einen kleineren Drawdown als die rote. Das heißt, wenn wir diese braune mit Faktor 2 im Risiko angehen würden, dann hätten wir den gleichen Gewinn wie die rote und immer noch einen geringeren Drawdown. Und das ist doch gut. Deswegen habe ich es hier nochmal hingeschrieben, wenn wir über Strategien reden, und wenn euch jemand anders einfach auch mal Strategien zeigt und ihr euch ad hoc fragt, hey, wie gut ist denn die eigentlich? Dann reicht zunächst mal sogar eine einzige Berechnung. Profit durch Drawdown. Und wenn die Zahl größer wird, umso besser. Das ist so was Ähnliches wie eine Art Chance-Risiko-Verhältnis. Das benutzen wir zwar beim Trading immer komplett anders, aber es ist tatsächlich, ich wechsle einfach da zum Englischen, dieser Risk-Reward-Ratio, so könnte man das durchaus nennen. Und wenn dieser Quotient, also Profit durch Drawdown, groß ist, umso besser ist die Equity-Kurve. Zumindest ist das für mich eine wesentliche und wichtige Größe, das genau so zu betrachten. Da einhergeht, dass man die dann dadurch normiert diese verschiedenen Equity-Kurven. Also, dass die rote hier einen höheren Profit aufweist als alle drei anderen, ist zwar nett, aber es erkauft sie sich mit deutlich mehr Drawdown. Und in dem Fall, wenn man den Quotienten bildet, ist es sogar tatsächlich umgekehrt. Also diese braune Equity-Kurve 2 ist die bessere. Immer wieder wichtiger Punkt. Und wenn euch jemand Trading-Strategien zeigt, bildet einfach den Quotient Profit durch Drawdown und ihr habt schon mal ein gutes Gefühl für eine Trading-Strategie. Das andere, was wir uns angucken müssen, bevor wir wirklich auf das Portfolio eingehen, ist,
Wenn man jetzt Equity-Kurven kombiniert, das heißt überlagert, und ich mache es auch gleich mal noch in einem praktischeren Beispiel. Das heißt, wenn wir Equity-Kurven überlagern, nehmen wir mal zwei Strategien. Und wir nehmen mal das ganz einfach an, wir summieren die einfach nur, ohne irgendwelche zusätzlichen Gewichtungen. Dann kann man eins mit Sicherheit sagen. Der Drawdown der kombinierten Equity-Kurve ist immer kleiner oder gleich dem Drawdown der einzelnen Equity-Kurven. Das ist immer so. Im sozusagen Anführungsstrichen schlimmstenfalls ist ja genau die Summe aus den beiden Drawdowns. Das wäre wahrscheinlich der Fall in meinem fiktiven Beispiel von DAX Long Only und S&P 500 Long Only, weil die beiden dann so ähnlich sind und wahrscheinlich ihre Drawdowns an der gleichen zeitlichen Stelle haben. Und von daher würde dann der Drawdown der Summierten sich einfach verdoppeln. Aber das Gute ist, das ist natürlich nicht allgemein so. Wenn man ein paar, habe ich ja sicherlich hier immer unter den euch Zuhörern, die ein bisschen mathematisch angehaucht sind oder so wie ich aus der Physik zum Beispiel komme. Das ist was Ähnliches übrigens wie die Dreiecksungleichung. Das nur mal als kleine Nebenbemerkung. Kommt noch eine Frage, wie ich Drawdown definiere. Und zwar wird genauer gefragt, durchschnittlicher oder maximaler. Also hier in dem Fall dann der maximale. Auch für den durchschnittlichen würde es zwar ähnlich gelten, aber zunächst mal gucke ich mir einfach den maximalen an. Und wenn man jetzt für zwei völlig unkorrelierte Equity-Kurven hat, und wir nehmen einfach mal kurz an, dass der Drawdown von der einen gleich sogar der Drawdown von der anderen ist, dann ist es übrigens so, dass der kombinierte für völlig unkorrelierte Einzel-Equity-Kurven tatsächlich nicht doppelt so groß ist, sondern nur Wurzel zweimal so groß. Und das ist natürlich schon sehr gut, weil das Ganze, wenn ich drei Equity-Kurven hätte, hätte ich Wurzel 3, dann Wurzel 4 und so weiter. Soll heißen, so wenn ich also unkorrelierte Einzel-Equity-Kurven habe, die aufeinander packe, dann geht mein Drawdown nicht einfach sozusagen mit nach oben, sondern nur wurzelförmig mit der Anzahl der Strategien. Zunächst mal, wenn alle Drawdowns genau gleich sind. Ich weiß, das klingt immer wahnsinnig mathematisch, ist aber wahnsinnig wichtig, weil das ist mit ein Grund, warum der Portfolioansatz nachher so erfolgreich wird, weil wir besser mit den Drawdowns umgehen können. Ich will das kurz auch noch zeigen. Nur als Schnellbeispiel, dass man wirklich sieht, wie einfach und wie naheliegend sowas ist. Es hat was damit zu tun, dass wir, stellt euch vor, diese Kurven hier wäre sowas wie nicht die Equity-Kurve, sondern das wäre sowas wie der Daily Return von irgendeiner Strategie. Das sind hier übrigens Zufallszahlen, die sind zwischen minus 1 und plus 1. Und dann hat dann diese Daily Returns, die hier meinetwegen rauskommen, ja, hat eine Standardabweichung, die ist für Fall A 0,6, beziehungsweise alles hier rein statistisch. Dann bei dem anderen 0,55. Ja, dann habe ich das summiert. Und dann ist die Standardabweichung 0,71. Und jetzt ist das genau der Punkt. Es ist eben nicht das Doppelte, sondern wenn man das Verhältnis aus den einzelnen und der Summe bildet, ist jetzt zwar jetzt hier in meinem Beispiel gerade mal 1,3 und sollte 1 die Wurzel 2 sein, aber so ist halt Statistik. Und wenn ich einfach mal die Zufallszahlen neu würfel, kriege ich hier auch andere Bilder. Wer jetzt denkt, okay, das ist aber noch nicht ganz so wie Drawdown, gleich noch zweiter Vergleich, der ist hier mal gezeigt. Hier habe ich daraus sowas Ähnliches gemacht wie Equity-Kurven, nur so, dass ihr mal auf die Schnelle seht, wie sowas geht. Wir haben jetzt zwei Einzel-Equity-Kurven. Eine rote und eine blaue. Die rote hat hier locker einen Drawdown. Da kann ich auch nochmal die Frage beantworten, von wie ich es definiere. Das wäre von hier bis da unten. Das sind mindestens 6 oder 7. Die blaue Kurve hätte ihren höchsten Drawdown ungefähr hier. Das wären hier vielleicht 2 oder 3 oder da. Ja, und jetzt hat die gelbe als die kombinierte Equity-Kurve aus beiden. Das hat die hier ungefähr für einen Drawdown, naja, vielleicht sowas wie 4. Und da sind wir genau am Punkt. Wir haben zwei Equity-Kurven, kombinieren die und der Drawdown geht nicht, also sozusagen eins zu eins mit. Ja, genau das wollen wir.
Das ist mit ein Grund, warum das mit den Portfolios halt so herrlich funktioniert. Gut. Ist immer wichtig, das allgemein im Hinterkopf zu behalten, wie das genauer geht. So, das war allerdings nicht das, wo ich hinspringen wollte, sondern natürlich erstmal wieder in meine Folien, auch wenn wir gleich dazu kommen. Wenn wir jetzt wirklich an die Portfoliogestaltung gehen, dann brauchen wir sozusagen einige Zutaten. Das ist ja ähnlich fast hier wie ein Kochrezept. Zutaten für die Portfoliogestaltung. Also was brauchen wir? Okay, wir brauchen natürlich möglichst viele profitable Strategien. Also wir können jetzt nicht erwarten, dass wir 10 unprofitable Strategien miteinander kombinieren und daraus wird plötzlich eine profitable. Das geht natürlich nicht. Das ist natürlich auch sofort klar. Damit ich hier gleich schöne Beispiele habe, die ich auch zahlenmäßig direkt untermauern kann, nehme ich hier nachher einfach Strategien von JFD Invest. Was wir an weiteren Zutaten brauchen, ist natürlich die Equity-Kurve, also für eine beliebige Strategie. Und von den Einzelstrategien. Ohne das können wir natürlich sonst das Portfolio nicht sauber aufstellen. Was nehme ich gleich? Ich nehme einfach die Monthly Return Tables, also nicht die genaue Equity-Kurve im Detail, erstmal, weil die nicht downloadfähig ist, aber die Monthly Return Tables haben wir. Aber wir brauchen noch ein paar zusätzliche Kennziffern. Also neben den monatlichen Zuwächsen, also Monthly Return Table, brauchen wir noch zum Beispiel, wir brauchen den Drawdown, eine Balance. Jetzt habe ich hier schon gleich so, was, so viele komische Begriffe. Und wir brauchen den Drawdown in der Equity. Oder besser gesagt, wir brauchen vor allen Dingen auch die Floating Losses. Wer jetzt sich gerade abhängt, kurz, warum ist das so wichtig? Floating Losses. Gehen wir mal kurz mal zunächst auf den Punkt ein. Floating Losses sind extrem wichtig, wenn wir uns Trading-Strategien angucken, die auch mal höhere Verluste haben, ohne sie zu realisieren. Das einfachste Beispiel ist einfach, ich mache gleich einen Trade-off und erstmal ist er ohnehin in der nächsten Millisekunde ohnehin schon im Verlust, weil ich ja nun mal Gebühren habe. Und dann kann es natürlich auch noch sein, dass der Trade erstmal gegen mich läuft. Also, das heißt, der Trade hat temporäre Verluste. Die nennt man Floating Losses. Und die sind natürlich auch wichtig, mit in die Waagschale zu werfen, weil mein Konto muss die natürlich ebenfalls nachher aushalten. Also auch mein Portfoliokonto. Das heißt, neben dem reinem Drawdown, wie mir meistens verwendet wird, also der Drawdown rein auf Basis der Balance. Balance ist die Equity-Kurve, die sich rein aus den abgeschlossenen Trades bildet. Und da sind durchaus nachher Sachen möglich, dass wir den Drawdown in der Balance von null haben, gar kein, aber natürlich zwischendurch riesen Floating Losses. Das heißt, wir müssen uns beides angucken. Wir müssen beides von den Strategien kennen. Ansonsten belügen wir uns, wenn wir uns nämlich nur auf den Drawdown der abgeschlossenen Trades stürzen, weil die Floating Losses, also die temporären Verluste unserer offenen Trades, müssen wir ja ebenfalls aushalten. Da müssen wir uns noch was angucken. Wir müssen uns angucken, das gilt auch für jede beliebige andere Strategie, also jetzt nicht JFD Invest. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, was denn eigentlich der Minimum Investbetrag für eine gegebene einzelne Strategie. Ich weiß, dass viele denken, wenn ich hier über Portfolio rede, da holen wir einfach die normale Portfoliotheorie raus. Könnten wir natürlich tun. Da sind auch tolle Sachen drin. Da werden nur viele Sachen leider ignoriert. Und das ist zum Beispiel einer von denen, den gerade der kleinere private Anleger natürlich mit in die Waagschale werfen muss. Wir haben wahrscheinlich alle relativ limitierte Konten und nicht unbegrenzte Ressourcen an der Stelle. Naja, wenn wir jetzt nachher Einzelstrategien haben, die allerdings beispielsweise 10.000 Minimum Invest haben, weil sonst kann ich die Strategie einfach nicht ordentlich traden, ja, dann passt sie eventuell gar nicht in mein Portfolio. Das heißt, da müssen wir ebenfalls sehr genau drauf gucken. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir gucken uns das sogar so genau an, dass wir auch schauen, wie die jeweilige Minimum Lot Size der gehandelten Symbole ist. Warum nenne ich das? Stellen wir uns kurz vor, wir haben eine Trading-Strategie, die tradet die ganze Zeit mit 0,01 Lot. Und eigentlich tradet die aus dem Konto heraus mit 1.000 Euro. Schön. Was mache ich jetzt, wenn ich die nehmen will und die Teil meines Portfolios und gebe ihr nachher 1.500 Euro zum Traden?
Das ist zwar mathematisch nett, aber ich kann die Trades nicht mit 1,5 multiplizieren. Also, wenn meine Minimum Lot Size 0,01 ist, und das ist ja beim Forex nun mal der Fall, dann kann ich die nicht einfach hochskalieren um den Faktor 1,5. Das geht gar nicht. Also wieder eine wichtige Nebenbedingungen, die wir einhalten müssen. Wird leider ebenfalls sehr, sehr häufig übersehen, dass wir nicht ganz so sauber skalieren können, wie wir mal uns das wünschen. Also bei der Strategie, die als Minimum Lot Size 0,01 tradet, und das mit einem 1.000-Euro-Konto, ja, wenn ich da mehr machen will, muss ich, wenn schon, auf 2.000 gehen, weil dann kriege ich halt meine 0,02 Lot pro Trade. Dazwischen geht nichts. Also ebenfalls wieder sehr wichtig, wird häufig übersehen. Das heißt, solche Arten von Strategien kann man nicht beliebig skalieren, sondern hier nur in Einheiten der Minimum Size, also in meinem fiktiven Beispiel von 1.000 Euro. Mit 1.300 brauche ich für die Strategie nicht kommen. Also ebenfalls wichtig zu beachten. Ihr seht schon, ich rede hier wahnsinnig viel über Nebenbedingungen und alles. Das klingt irgendwie überhaupt nicht nach Portfoliogestaltung. Brauchen wir aber, insbesondere wenn die Konten halt nicht weit über 100.000 Euro sind. Dann sind das relevante Fragestellungen und das werdet ihr alle kennen, wenn ihr auch auf eure Trades guckt. Ja, wir müssen sowas Minimum Lot Size natürlich immer dabei haben. Gucken wir uns das mal kurz praktisch an, so ein paar Beispiele, die ich hier auch gleich nehme, am Beispiel JFD Invest, und gucken kurz da auf ein paar Strategien, damit man mal sieht, was ich da eigentlich meine. Ich nehme einfach hier den Gastzugang, dann habe ich den Überblick über die Strategien. Ich will jetzt nicht weiter über JFD Investcos reden, sondern wir haben hier in Summe 11 Strategien und die wollen wir uns hier auch genauer angucken. Gehen wir mal auf ein Beispiel ein. Also nehmen wir mal Galileo als eine Strategie, die ja hier auch super Resultate macht, und gucken uns da das Ganze mal an, damit mir auch klar wird, warum ich so hinterher bin, die ganzen verschiedenen Kenngrößen mit in die Waagschale zu werfen. Und jetzt habe ich wieder das übliche Problem, dass das Internet nur endlich schnell ist. Oh, sorry. So, zweiter Versuch. So, da sind wir. Hier sehen wir den Growth und auch nachher diese Monthly Return Table, die ich auch als Inputdaten für die Portfoliogestaltung auch einfach hier rauskopiert habe. Aber wir sehen hier auch etwas. Equity Balance Deviation 23%. Die gucken wir mal, die Equity-Kurve, also das hier waren ein Haufen Entnahmen drin, deswegen sieht die Equity-Kurve jetzt hier auch noch ein bisschen schräg aus. Gucken wir aber mal dann einfach so direkt auf Equity Balance Deviation, dann seht ihr, da waren mal Floating Losses, die waren halt 23%. Die müssen wir aushalten können. Also ist das eine wichtige Größe, die wir mit uns angucken müssen. Das nächste ist, es geht um die Frage Minimum Investment. Hier steht 5.000. In dem Fall passt das auch. Weil wir gucken uns mal an, wenn hier 5.000 steht, wir gucken einfach, ach so, ich brauche die getradeten Lots. Eine Sekunde, kriegen wir sofort raus. Jeder, der einen JFD Invest Account hat, kann auch die abgeschlossenen Trades sehen und das kriegen wir dann auch direkt raus. Sorry für die etwas längere Dauer, bis wir es haben. Und gleich kommen da unten die Closed Positions. Und dann haben wir auch die Daten. Weil wir müssen uns angucken, Minimum Investmentsumme ist mit 5.000 angegeben. Okay, jetzt gucken wir mal, was denn hier eigentlich, wie die Trades durchgeführt werden. Und ich lasse jetzt einfach die Trades hier nach der Größe sortieren. Und dann sehe ich, okay, der kleinste Trade hier ist mit 0,03. Das hätte sogar einen umgekehrten, einen positiven Effekt. Theoretisch könnte die Minimum Size hier sogar ein Faktor 3 kleiner sein. Aber da hier 5.000 Euro steht, müssen wir uns an die halten. Die werden nachher mit in die Portfoliogestaltung genommen.
Also, wir halten kurz fest, wir gucken in die Minimum Lot Size mit rein, um wirklich festzustellen, was ist die reale Minimum Investmentgröße als wichtige Kenngröße. Wir gucken auf die Equity Balance Deviation als die Floating Losses, die wir mit in die Waagschale werfen müssen. Und jetzt nehmen wir uns mal eine andere Strategie, an der wir dann auch noch mal was gucken wollen. Nämlich nehmen wir zum Beispiel hier Balance als ein weiteres Ding, was wir uns angucken. Okay, wir sehen schon Equity Balance Deviation 11%. Müssen wir wie Drawdown betrachten. Das heißt, wir müssen es mit berücksichtigen. Wir können aber auch hier mal in die Equity-Kurve gucken und sehen, auch die Equity-Kurve, das ist die obere grüne Linie hier, hat nochmal Drawdowns. Die habe ich hier ebenfalls mit rausgelesen, weil auch den Drawdown möchte ich mit in die Portfolio Kenngrößen mit einbeziehen. Das heißt, wir nehmen neben der Equity Balance Deviation, wir müssen also aufpassen, dass wir nicht zu positiv rechnen. Deswegen, ich nehme sowohl die volle Equity Balance Deviation als Drawdown, als auch noch das, was in der echten Balance auch noch auftaucht, ebenfalls noch mit da drauf, damit wir uns ja nicht zu gut rechnen. Gucken wir hier mal auf Minimum Investment. Hier steht jetzt 500 €. Prima. Aber was sehen wir? Die Lot Size ist immer 0,01. Das heißt eigentlich, real sollte man diese Strategie nur mit größer 5.900 €, also ich habe runde mal einfach auf 6.000 gehen, nur damit traden. Weil ich kann sie natürlich mit einem Investment von meinetwegen 1.000 € traden, aber dann werden alle Trades mit 0,01 kopiert. Aber wirklich bräuchte ich eigentlich 6.000. Deswegen nehmen wir ebenfalls diese Größe mit rein. Okay. Andrea Unger gewichtet die Strategie im Portfolio so, dass jede prozentual aufs Gesamtkapital gerechnet denselben historischen Tagesverlust hatte. Macht das Sinn? Ja und nein. Also es ist einfach auch ein Ansatz, der mir ebenfalls auch gut gefällt, setzt aber in Summe trotzdem ähnlichere Strategien voraus als zum Beispiel hier die Summe der JFD Invest Strategien. Sie sind einfach noch sozusagen diversifizierter, noch verschiedener und dann ist es besser, den Ansatz ein bisschen anders zu wählen. Aber das ist wirklich absolut auch ein valider Ansatz. Warum steht der Balance Drawdown nicht bei den Kennzahlen in JFD Invest? Berechtigte, richtige Frage. Ich weiß es selber nicht. Den Hinweis habe ich allerdings auch schon mal gegeben. Ich hätte gerne auch den kompletten Drawdown gerne auch noch. Wäre in der Tat. Ich habe mir jetzt hier einfach manuell aus den Zahlen herausgezogen. Gut. So viel nochmal als Einführung, warum wir diese ganzen zusätzlichen Kennziffern alle brauchen. Also wir brauchen die reale Minimum Investmentsumme, damit wir nachher nicht dieses 1.000 auf 1.100 und denken, das skaliert alles mit. Nein, das brauchen wir. Wir brauchen natürlich die Drawdowns, damit wir die Strategie sauber beurteilen können. Und wir brauchen natürlich hier die Monthly Return Tables. Dann können wir schon fast loslegen. Und machen wir das mal. Wenn wir die Informationen erstmal zusammenfassen, dann sind wir immerhin schon hier. Ich lasse die Tabelle mal kurz ein bisschen auf euch wirken und erzähle mal einiges noch dazu. Damit war, weil das ist unser Ausgangspunkt für die Portfoliogestaltung. Gehen wir mal kurz der Reihe nach durch. Okay, das eine ist einfach, all diese Informationen hier, also die jetzt gerade blau unterlegt sind, sind einfach die, sozusagen, die repräsentieren die Equity-Kurve an sich. Also ausgehend auf Basis der Monthly Return Tables ist das hier das Verhalten mit den monatlichen Zuwächsen, die hier jetzt systematisch hintereinander stehen für alle 11 Strategien, die wir jetzt hier haben. Aber wie ich schon mal sagte, man könnte die auch, ihr könnt auch jede andere Strategie hier mit einführen, indem ihr einfach die gleiche Logik an Kennziffern ebenfalls dann austauscht oder mit einfüttert. Ihr seht auch, dass ich habe jetzt hier sowohl den Drawdown auf Basis von der Balance, ich habe als auch die Equity Balance Deviation alles sauber hier mit aufgeführt. Dann habe ich
auch noch sozusagen die Minimum-Investment-Summe für die gegebene Strategie einmal auf Basis einfach, so wie es auf der Webpage steht, wie man es auch machen kann, wie ich es persönlich allerdings nicht machen würde. Und auch in der Art und Weise, wenn man wirklich die Minimum-Lot-Size hundertprozentig berücksichtigt, weil nur dann erreichen wir die richtige Skalierung und rechnen uns nachher nicht irgendwie jetzt scheinbar gut oder schlecht. Also wir müssen diese Digitalisierung mit drin haben. Da kam noch eine Frage, was hat das Country für eine Bedeutung hier auf der Homepage? Das ist die, von wo aus die Strategie getradet wird. Also ich zeige es nochmal kurz. Hier steht zum Beispiel Austria. Das heißt, die Strategie wird aus Österreich heraus getradet. Da gibt es ein paar Länder, die hier auftauchen. Gut. So, ihr seht, dass wir teilweise große Abweichungen haben zwischen der Minimum Lot Size auf Minimum Investment Summe auf Basis der Webpage oder auf Basis der Betrachtung, wenn man wirklich ins Detail guckt, also sprich in die Minimum Lot Size. Das ist hier mal erstmal ein Ausgangspunkt. Jetzt fragen wir uns mal als erstes, bevor wir hier aus das Portfolio machen, können wir hier einfach schon direkt so einiges lernen? Okay, natürlich. Dazu erstmal das nächste Bild. Also ich gehe hier einfach einen Reiter weiter und zoome mich mal eben hier raus, sodass auch die Bilder erscheinen. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, ich habe einfach nur mal die Monthly Return Table einmal grafisch dargestellt, aber da im linken Bild das alles so schlecht zu sehen ist, habe ich sie anschließend noch mal hier auch als normale Equity-Kurve dargestellt. Und da sieht man zum Beispiel die rote hier, das ist Galileo, dann Hyperion, der blaue ganz oben. Ich mache hier gleich noch einen Hinweis. Ich habe hier mathematisch einen Fehler gemacht, den ich mir allerdings zugute heiße. Und zwar, ich habe die Prozente addiert. Natürlich weiß ich, dass das so falsch ist. Ich habe es aber bewusst gemacht. Ich will mal hier so diese Zinseszinseffekte mal erstmal außen vor lassen, dass die noch mit eingehen können. Nehmen wir es mal als Bonbon obendrauf. Also ich habe die Prozente einfach addiert und nicht, wie man es richtiger machen würde, plus 1 und multipliziert. Also da haben wir noch ein bisschen Reserve, einfach Luft nach oben. Macht das Leben übrigens auch mathematisch etwas einfacher. Man sieht hier schon, dass diese ganzen Equity-Kurven sehr, sehr verschieden sind. Die Drawdowns kann man jetzt hier nicht mehr so richtig sehen, weil einige sind ja auch Floating. Also auch ein Galileo hat ja immerhin Floating Losses auch von 23% gehabt. Das sehen wir jetzt hier in dieser Kurve nicht. Also von daher müssen wir die Zahlen auch mit reinnehmen. Ich wollte es aber mal einmal visualisieren, was wir denn hier für 11 verschiedene Strategien haben. Schön ist, dass man gar nicht ad hoc sieht, welche so die richtig guten und welche die richtig schlechten sind. Also richtig schlechte sind da gar nicht bei, aber die schlechteren. Dazu machen wir einfach nochmal einen kleinen Exkurs und bringen nur mal die Zahlen. Also es ist immer noch die gleiche Tabelle. Ich habe unten nur ein paar Spalten dazu gebracht. Die habe ich mal mit dazu gesetzt, auch wenn ihr vor der Frage steht, wie kann ich Equity-Kurven beurteilen? Und habe einfach das gemacht, was ich vorhin auch eingangs in meinen ersten zwei Themen hier schon gezeigt hatte. Also wir haben natürlich einfach eine Summe der Profite. Okay, aber wie gesagt, ist bei mir jetzt hier einfach die Summe. Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mal einen maximalen Drawdown bestimmt, so wie ich ihn auch nachher für die Portfoliogestaltung mit reinnehmen will. Ich habe jetzt zwei Varianten. Beim ersten sind beide Varianten gleich. Wir haben ja einen Drawdown in der Balance und dann noch diese Equity Balance Deviation. Naja, irgendwie müssen wir die ja beide mitnehmen. Und hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das so wie vorhin mit meinem 1, 1 plus 1 gleich Wurzel 2 Spiel. Das heißt, wir addieren die Quadrate und ziehen die Wurzel. Oder wir nehmen einfach das Maximum aus den beiden. Und beides ist hier, ich will nicht sagen, gleich wichtig, richtig. Es hängt halt alles davon ab, zu welchem Zeitpunkt kommt der Drawdown in der Balance und zu welchem Zeitpunkt kommt der Drawdown in der Equity Balance, also in den Floating Losses. Das Gute ist, das ist nicht ganz so kriegsentscheidend, wie man das Ganze jetzt rechnet.
Ihr seht, dass die Strategien dann durchaus sehr verschieden sind. Und jetzt habe ich das gemacht, was ich vorhin auch euch schon empfohlen habe. Einfach mal den Profit durch den Drawdown dividiert. Und dann sieht man schon, dass die Strategien deutlich sich unterscheiden. Die ursprünglich eigentlich mit dem höchsten Profit, also Hyperion, ist jetzt hier nicht mehr die beste. Jetzt ist plötzlich die beste Archimedes. Hat nämlich den höchsten Gewinn relativ zum Drawdown. Das heißt, das ist hier, ich nenne das mal die profitabelste Strategie. Jetzt gibt es natürlich ja auch andere, die in den Kennziffern also etwas anders sind. Aber wir haben ja schon gesagt, irgendwie ist das noch nicht alles. Also wenn ich jetzt einfach nur mich an Profit orientieren wollte und hätte mehr als 3.000 Euro, wäre das schon die richtige Strategie. Also die mit dem höchsten Erwartungswert gewissermaßen. Das wäre dann definitiv Archimedes. Nur das Dumme ist, jetzt habe ich kein Portfolio gemacht. Jetzt habe ich eine Einzelstrategie ausgewählt. Das wollten wir aber nicht. Und außerdem wollten wir ja noch andere Nebenbedingungen mit reinnehmen, nämlich wir wollten ja zum Beispiel diversifizieren und wir wollen noch vielleicht über den für uns maximal Drawdown ebenfalls noch reden. Okay. Kriegen wir natürlich auch alles hin. Wir nehmen nichtsdestotrotz hier als Input genau den maximalen Drawdown, wie hier unten in dieser Zeile, den nehmen wir fiktiv an, um das Portfolio zu gestalten. Und ansonsten die Angaben, wie sie hier sind. Minimum Investment Sum, nehmen wir das Maximum von diesen beiden Zahlen, weil das ist dann das, was dann für uns wirklich relevant ist. Was brauchen wir jetzt noch final, um endgültig auch unser Portfolio zu kriegen. Gucken wir nochmal einmal kurz auf die Folien. Wir brauchen eigentlich nur noch zwei Zahlen. Wenn wir jetzt das Portfolio ausgestalten wollen, da brauchen wir A, die Zahl, wie viel Kapital wollen wir in das Portfolio überhaupt reinpacken. Und wir werden nachher sehen, dieses Portfolio hier kann ich nicht mit 1.000 Euro machen. Ihr habt gerade schon die Minimum-Investment-Zahlen gesehen. Das wird nicht gehen. Und da müssen wir uns gucken, also welches Kapital nehmen wir und wie hoch soll der Drawdown sein, den wir erlauben. Das sind die zwei Zahlen. Und dann kriegen wir das Portfolio raus. Und dann stelle ich jetzt wirklich die eine Frage nur noch. Wenn ich das vorgebe und also die 25% Drawdown beispielsweise und eine Summe von 15.000 Euro. Wie muss ich jetzt die Strategien allokieren? Also wie viel Geld muss ich welcher Strategie geben, um dann wiederum meinen Profit zu maximieren? Jetzt ist es auch korrekt, so zu fragen. Maximalen Profit. Es gibt übrigens so andere Varianten. Man könnte auch sagen, okay, ich habe eine bestimmte Zielrendite, auf die ich gucken will. Vielleicht auch nur einfach, sagen wir mal, 5%. Und die will ich erreichen mit der minimalen Drawdown oder minimalem Kapitaleinsatz. Wie auch immer, wären andere Fragen. Ihr seht, optimieren ist immer eine Frage von Randbedingungen. Das ist, ich mache da gerne mal den Vergleich, wie die Frage, was ist der beste Weg, um von A nach B zu kommen? Antwort, keine Ahnung. Wir müssen erst definieren, was Beste ist. Für den einen ist es der kürzeste, für den anderen der schnellste, für den nächsten der mit dem geringsten Spritverbrauch, dann einer, der nur öffentliche Verkehrsmittel nimmt und, und. Das heißt, eine Antwort auf die, was ist der beste Weg von A nach B, also für dieses Optimierproblem, die gibt es nicht, ohne dass man nicht genau sagt, unter welchen Randbedingungen, unter welchen also Messkennzahlen. Genauso wäre es hier möglich. Wir könnten auch sagen, wir wollen 10% Rendite erreichen und wollen dann den Drawdown minimieren oder die Kontogröße minimieren oder was auch immer. Ich stelle jetzt hier die eine Frage nur. Unter Vorgabe Accountgröße und erlaubten Drawdown, wie muss ich jetzt allokieren? Gucken wir uns an, wie das geht. So, dann sind wir wieder hier und da machen wir jetzt dann weiter. Ihr seht, das ist immer noch die gleiche Folie wie gerade. Mit den ganzen Kennziffern und dem Input, den wir brauchen. Jetzt ist neu dazugekommen, zum einen hier oben Minimum Allocation. Also da habe ich einfach das die größte von diesen beiden Zahlen, die hier vorkommen, genommen. Das ist das reale Minimum Investment für eine solche Strategie. Dann, ihr seht, dass ich hier eine kleine Änderung noch vorgenommen habe. Und zwar,
Ich habe eine Zahl verändert, und zwar die für die Strategie Archimedes. Man möge mir das hoffentlich verzeihen, warum ich die hochgesetzt habe. Die Zahl ist richtigerweise 4,52%. Ich habe sie jetzt auf 15% hochgesetzt. Folgender Grund. Das ist die Strategie, die erstmal eigentlich, wie wir vorhin schon gesehen haben, ziemlich gut, ziemlich profitabel ist, also sogar die profitabelste überhaupt im Sinne von Profit durch Drawdown. Jetzt übrigens nicht mehr, wegen Müller 15, aber es ist halt auch die mit der geringsten Historie. Das heißt, die hat die kürzeste Historie. Das birgt ein Risiko. Und um mich diesem Risiko, vor dem Risiko zu schützen, habe ich dieser Strategie manuell jetzt einfach eine 15 verpasst. Gut, dann gehen wir ans Portfolio. Portfolio heißt jetzt nichts anderes, als ich wechsle hierhin. Ich hoffe, da bleibt das gleich mal stehen hier. Ja, so. Wie ist das aufgebaut? Okay, hier geben wir eine Investmentsumme vor. Könnt ihr jederzeit ändern. Einfach eintippen. Und wir geben ein Drawdown vor. Ihr könnt irgendeine Zahl hier reinschreiben, die ihr gerne wollt. Und jetzt gilt es, diese 11 Ziffern zu bestimmen, um das Portfolio auszugestalten. Diese 11 Ziffern, und zwar in Einheiten, also in ganzen Zahlen, weil das hier ist der Multiplikator auf die Minimum-Investmentsumme, die wir dann verwenden wollen. Da ich ja gesagt habe, ich kann die Minimum-Investmentsumme nicht mit 1,5 multiplizieren, das geht nicht, weil das real so nicht wirklich funktionieren würde, weil hat man wegen der Lot-Size-Beschränkungen. Das heißt, es geht darum, diese 11 Zahlen als ganze Zahlen so zu bestimmen, dass unsere Nebenbedingungen eingehalten werden. Sprich, man muss die Strategie überhaupt so traden können und unser Drawdown soll nicht zu groß werden. Ihr seht, im Moment ist es so, dass hier fast überall eine 1 steht, außer beim ersten. Da trage ich mal die 1 auch ein. Das wäre auch möglich, aber dann geht schon mein Drawdown sehr hoch. Ich mache mal den Drawdown auf 25%, um euch jetzt als nächstes auch zu zeigen, wie das Excel-Sheet ein bisschen funktioniert. Ihr seht, okay, 25% Drawdown und hier steht jetzt als Profit überall eine 0. Ups, wie kann das? Warum? Habe ich hart so gemacht. Der Grund ist, ich will das gleich ohnehin automatisiert machen. Ich will nicht von selber die besten Zahlen hier als Multiplikatoren für die Einzelstrategien machen, sondern ich möchte, dass das der Computer für mich übernimmt. Wenn ich allerdings meinen maximalen Drawdown, meinen erlaubten, überschreite, und der ist halt jetzt hier 31%, und zwar berechnet aus folgender Grundüberlegung. Ich habe hier diese Summation der Einzel-Drawdowns gemacht, meine Einzelstrategien und so, wie sie allokiert sind und welches Euro-Drawdown die dann auch erzeugen. Aber ich habe diese statistische Summe gebildet. Aber ich habe noch einen Faktor 2 oben drauf gesetzt. Das ist diese mal 2 hier am Ende. Einfach nur aus Sicherheit. Statistik ist schön, aber ich brauche Luft, um mehr Sicherheit zu haben. Deshalb gibt es da nochmal einen Faktor 2. Hier kommt jetzt deswegen einfach als Profit 0 raus, weil meine Drawdown-Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Sobald ich jetzt hier den Hyperion gewissermaßen wieder ausschalte, dann kriege ich hier auch wieder eine Zahl für meine Profitabilität bis hin zu Profit pro Monat von 0,47%. Die Equity-Kurve kann ich übrigens auch dann hier immer unten drunter sehen und ihr seht, hat einen schönen stattlichen Anstieg in Summe von über 20%. Also kann sich durchaus sehen lassen. Genau. So, jetzt ist das allerdings irgendwie noch nicht das, was wir final wollen. Oh, sorry, hier ist noch ein Fehler. Kriegen wir aber sofort gelöst. Gut, dass ich ihn jetzt sehe. So, weil wir hatten nämlich nur 7%. So, da haben, jetzt können wir allerdings natürlich die Strategien auch anders gewichten. Wir könnten auch hier mal dieser Strategie ein höheres Gewicht geben, zum Beispiel eine 5. Profitabilität, jetzt sind wir bei 1,2%.
Prozent schon pro Monat. Wir können, und hier steht immer, was noch möglich ist. Ich könnte jetzt hier noch dieser Strategie eine 7 geben. Und wir werden immer profitabler. Und wir können das Portfolio jetzt einfach so verändern. Das ist schön. Und so können wir es auch jetzt von Hand machen. Aber wir können das Ganze natürlich auch automatisieren. Wer Excel genauer kennt, weiß, da gibt es so einen Solver. Ich gehe gleich auf den auch kurz nochmal ein. Ich will aber noch kurz hier an dieser Stelle verweilen, weil hier könnt ihr auch manuell arbeiten. Deswegen will ich es nochmal kurz erzählen, was wo rein muss. Wir brauchen eine Investmentsumme, die wir verteilen wollen. Das Excel-Sheet macht alles als Überprüfungen. Das heißt, so wie ihr jetzt hier die Zahlen verändert, wird überprüft, ob der Drawdown eingehalten wird und und. Alles wird automatisch gemacht. Wenn dann der Drawdown oder zu viel Kapital irgendwann kommt, dann wird das automatisch dann beendet. Zack, hier ist der Fall. Jetzt ist die Investmentsumme überschritten. Das heißt, ich habe zu viel. Ich hätte jetzt 102.000 Euro investiert. Das Ding springt auf Rot und ihr seht, der Profit geht dann hier auch sofort wieder weg. Das heißt, ihr könnt selber jetzt von gegebenen Strategien eine Portfoliozusammenstellung auch eigenständig selber machen. Jetzt wollte ich allerdings eine Frage beantworten. Wenn ich das jetzt automatisch machen will, gut, kein Problem. Dann machen wir das Ganze hier in Excel und ich mache allerdings noch eben hier die gleiche Korrektur, die ich gerade machen musste. So. Dann haben wir auch die jetzt hier drin. Und wie geht das? Naja, ich mache einfach mal überall die Gewichtung von jeder Strategie auf 0. Und da ich hier dem Solver, also der automatisch so eine Optimierung durchführt, nicht wirklich vorher sagen kann, dass der Multiplikator nur ganze Zahlen sein dürfen, musste ich hier noch so eine kleine Hilfsspalte einführen. Das heißt, ich habe hier den Multiplikator, den auch gleich das Excel-Sheet selber verändern darf und gehe dann dahin und nehme davon die Ganzzahl. Solver ist jetzt ganz einfach. Solver funktioniert so, der ist hier zu finden und diesem Solver sagt man, was man denn maximieren, minimieren möchte oder einen bestimmten Wert erreichen möchte. Das ist hier bei mir die Zelle U3, und das ist einfach der Profit pro Monat. Das Ganze unter Einhaltung von bestimmten Nebenbedingungen. Diese Nebenbedingungen sind sogar wichtig, dem vorzugeben. Zum Beispiel darf der Multiplikator nicht kleiner als 0 werden. Logisch, also negative Zahlen gehen da nicht. Und all soweit trägt man dann hier nacheinander ein. Ich habe immer auch eine Obergrenze festgelegt für jede Strategie, also zum Beispiel für Hyperion eine 3, weil mehr als zweimal geht eh nicht, weil wegen Investmentsumme, zumindest jetzt in dem Fall für das 100.000-Euro-Konto. Und so sieht das aus. Und alles, was man jetzt noch macht, ist, man klickt auf Lösen. Jetzt muss ich ein bisschen weiterreden. Das macht er jetzt vollautomatisch und stellt mir das Portfolio so zusammen, dass mein Profit maximiert ist. Das Tolle ist, ihr könnt genauso gut jede andere Strategie hier mit einpacken, wenn ihr denn die gleichen Kennziffern habt. Alles, was ihr braucht, sind also die Kennziffern für eine solche Strategie und dann, dass man hier von oben sagt, wie groß ist meine Investmentsumme und was soll der Drawdown sein, den ich hier maximal erlaube. Und dann geht der Rest hier von selbst. Wer jetzt ganz genau guckt, der kann hier unten schon, ganz links unten schon kleine sich verändernde Zahlen sehen. Der macht das hier gerade vollautomatisch. Mittlerweile ist er bei 2,57% pro Monat. Soweit hat er es schon hochoptimiert. Und ich lasse noch kurz laufen. Paar Hinweise noch zum Solver an sich. Solver ist keine eindeutige Lösung. Soll heißen, zweimal den Solver angeworfen, heißt nicht, dass dieselbe Lösung rauskommt. Das hat einen tieferen Grund, wie der Solver arbeitet. Da gehen Zufallszahlen mit ein und man landet nicht immer beim selben Ergebnis.
Deswegen lohnt es sich, durchaus neu und mehrmals zu starten. Als gute Startbasis hat sich übrigens herausgestellt, dass man hier mit Nullen anfängt. Damit kommt er besser klar, als wenn ich das jetzige Ergebnis nehme und neu den Solver starte. Das ist meistens kontraproduktiv. Also besser gesagt, es führt nicht zu einer neuen und schon gar nicht einer besseren Lösung. Jetzt haben wir das Ergebnis. Das Ergebnis heißt, okay, für diese Konstellation mit einer Investmentsumme von 100.000, maximaler Drawdown von 25%, sollten wir in Galileo 50.000 Euro investieren, in Archimedes 21, Global 6.000 und so weiter. Ihr seht die Zahlen. Und dann habe ich einen Monthly Profit von 2,6% unter Einhaltung all meiner Nebenbedingungen. That's good. Das ist jetzt die vollautomatische Variante, um Portfolios zu gestalten. Ich zeige euch aber gleich einen Haufen von Lösungen, auch für kleinere Kontogrößen. Noch ein Hinweis, wer hier eine kleinere Kontogröße nimmt, ich habe ein paar weitere Excel-Sheets gemacht, dann sollte man den Suchparameterraum vorher weiter eingrenzen, damit er auch in endlicher Zeit vernünftige Lösungen findet. Kurz, woran liegt das? Also wenn ich jetzt hier nur 10.000 Euro nehme, dann kann ich mir definitiv ein Hyperion überhaupt nicht leisten. Und das sollte man dem Solver dann schon gleich auch vorher sagen über die Nebenbedingungen. Dann wird es halt richtig gut. Equity-Kurve, ja, kann sich sehen lassen. Das ist ein tolles Ergebnis. Und so wäre jetzt die Portfoliogewichtung. Andere Portfoliogewichtungen. Ich habe gleich eine ganze Zusammenstellung gemacht, um euch das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Ich habe schon mal ein paar Sachen vorgefertigt sozusagen. Also, ich habe, was wir gerade hatten, war ungefähr das hier. Das heißt, ich habe einen Account von 100.000 Euro gemacht, Max Drawdown, und dann kam sowas raus wie 2,5% Monthly Return, 30% aufs Jahr, also stattliche Zahlen. Und hier die Verteilung der Allokation für die einzelnen Strategien. Wenn man ein 50.000 Euro Konto nimmt, leicht anderes Ergebnis und so weiter. Aber auch runter, auch mal für ein 5.000 Euro Konto, ist es immerhin noch möglich, auch hier 1,1% zu erreichen mit einer Allokation, die dann aussieht wie 3.000 Euro gehen in Archimedes und 1.100 Euro gehen in den Hunter. Und genauso könnt ihr für jedes andere, auch für andere Strategien, die ihr dann einpflegt, und andere Kontogrößen oder andere Drawdowns, entsprechende Portfolioaufstellungen machen. Ich habe noch eine Sondervariante mit reingebracht. Und zwar, weil mich ein bisschen gestört hat, dass der Solver manchmal dazu tendiert, nicht ganz so stark zu diversifizieren. Also habe ich noch ein weiteres Element mit ins Spiel gebracht und habe dann gesagt, eine Einzelstrategie darf nicht mehr als 25% von meinem Gesamtkapital verwenden, um genau so etwas zu verhindern, dass rein aufgrund der Mathematik herauskommt, okay, in Galileo sollten da 50.000 Euro rein. Das widerstrebt mir so ein bisschen, dass ich in eine Einzelstrategie die Hälfte meines Kapitales einfach reinpacke. Da kommt natürlich wieder, was ich vorhin sagte. Optimieren ist immer eine Frage der Nebenbedingungen. Natürlich kann man also hier weitere Nebenbedingungen einbauen, so wie ich das hier auch gemacht habe, und dann sagen, du darfst nicht mehr als so ein X Prozent für eine Einzelstrategie verwenden. Wie macht man das? Will ich auch eben kurz zeigen. Das haben wir hier in Max Proportion. Also alles, was ich gemacht habe, ich will es aber genauer zeigen, Max Proportion hier mit eingetragen und dann einfach beim Ausrechnen des Profites nochmal nachgeguckt, ob auch jede Einzelallokation auch wirklich kleiner ist als meine vorgegebenen 25%. Weil wenn irgendeiner sozusagen hier mehr Gewicht, zu viel Gewicht hätte, geht sofort der Profit auch bei mir sozusagen scheinbar auf Null runter, wird damit schlecht und das führt dann dazu nachher, dass der Solver genau so eine Lösung ignoriert, also nicht nimmt. Und so kriegt man auch das dann in den Griff.
Das Gleiche habe ich auch gemacht für alle Varianten, wo man plötzlich hingeht und irgendeiner Einzelstrategie einfach ein zu hohes Gewicht gibt. Also wie, was weiß ich, wenn ich jetzt hier eine 10 hinschreibe, dann wumm, ihr seht sofort, da kommt was Rotes, Profit geht auf Null, weil geht nicht. Wir haben mehr investiert, als wir überhaupt zur Verfügung haben. Also von daher ist das hier sozusagen überall automatisch berücksichtigt. Und so kriegen wir also auch noch weitere Nebenbedingungen, wenn wir wollen, mit in die Portfoliogestaltung rein. Das wäre jetzt die Variante, auch hier, dass eine Einzelstrategie kein zu großes Gewicht geben haben darf. Auch hier kurz als Beispiel, wenn ich jetzt die Zahl einfach zum Beispiel runtersetze auf 15%, dann kriege ich wieder plötzlich eine Null, weil das nicht eingehalten ist. Also von daher haben wir hier auch die Möglichkeit, solche weiteren Nebenbedingungen mit zu verwenden. Gucken wir nochmal auf die möglichen Portfolios, die ich schon alle zusammengestellt habe. Dann sieht man, ist schnell hoffentlich auch für den einen oder anderen was dabei. Ich selbst kann niemandem gewissermaßen vorschreiben, was jetzt ein richtig guter Drawdown ist. Für den einen sind 10% Drawdown das höchste der Gefühle. Jemand anders sagt, ach, 50% auch kein Problem. Von daher ist das alles nur als sozusagen als Möglichkeit zu verstehen. Selber könnt ihr gerne die Sachen natürlich auch ausprobieren. Und wer da nochmal Hilfestellung braucht, einfach gerne nochmal Kontakt auch mit mir aufnehmen. Man sieht, es ist vieles möglich. Und Profite sind immer noch sehr beträchtlich. Logisch kommt raus, wenn ich das Konto sehr klein mache, dann geht meine Auswahl an Strategien sozusagen den Bach runter. Also dann kann ich nicht mehr so viele verschiedene Strategien nehmen, weil die nicht wirklich reinpassen in meinen Account. Dadurch, dass ich die Auswahl sozusagen, dass die automatisch verringert wird, geht auch meine Diversifikation natürlich dann runter und schließlich und endlich auch der Profit, den ich dann noch erzielen kann. Aber gut, ist alles nicht so dramatisch. Wir sehen, dass hier immer noch ganz gute Zahlen rauskommen. Das war mal jetzt ein Beispiel, wie man Portfolios aufstellt und ihr auch selber das nach vollen Vorgaben verändern könnt, weitere Nebenbedingungen mit reinnehmen oder, weil ihr einfach noch ganz andere Strategien habt, die dann ebenfalls mit in die Tabelle einpflegt, um so noch mehr dazu zu nehmen, um dann zu gucken, wie würde man das dann alles jeweils allokieren. Ich habe mal bewusst gesagt, es gibt individuell natürlich keine Grenzen, wie man hier noch weiter gestaltet. Auch der rein manuelle Ansatz, jetzt gar nicht diesen Solver, also die reine Mathematik dazu benutzen, sondern einfach aus gutem, damit meine ich wirklich sogar Gefühl, also guten Gefühl soll heißen, dass man ist nicht so völlig aus der Luft gegriffen, sondern auch mit dem Verständnis für die Strategien, was wo wie passiert, kann man genauso gut die Zahlen auch von Hand festlegen und jetzt nicht einfach nur der puren Mathematik vertrauen. Als ich die Folie ursprünglich gemacht hatte, wollte ich auch extra sagen, eine Alternative ist dann mehr Gleichgewichtung. Naja, dann habe ich sie noch gemacht und das war auch das, was wir gerade schon als Ergebnis gesehen haben, mit mehr Gleichgewichtungen. Es sind also Möglichkeiten, wie man hier vorgehen kann. Ihr seht, die Renditen sind beträchtlich und das im Sinne auch eines echten Portfolios. Wir sind schon nach 8 Uhr. Ich muss unbedingt mal zusammenfassen. Dass Portfolios gut sind, ich glaube, das wusste auch jeder, bevor wir dieses Webinar angefangen haben, weil inhärent sofort klar ist, die bilden durch ihre Diversifikation einfach ein hohes Potenzial. Und wir setzen halt nicht alles auf eine Karte. Wie man das aufstellt und mit welchen Gedankenspielen man zusätzlich da zu tun hat, hoffe ich, habe ich euch ein bisschen klar gemacht. Und natürlich auch das Excel-Sheet mitgestaltet, damit ihr selber die Möglichkeit habt, jetzt dann eigene Portfolios zu gestalten und das hoffentlich dann jetzt etwas einfacher. Wer sowas mal umsetzen möchte, JFD Invest bietet genau die Möglichkeit und ihr seid dann einfach euer Portfolio-Manager, der final das zusammenstellt und jeweils gewichtet. Weitere Fragen? Alles kein Problem. Natürlich auch wieder hier per E-Mail. s.friedrichowski@jfdbrokers.com. Jederzeit einfach kurz
E-Mail an mich, auch gerne sofort per Stefan. Und wer die Excel-Sheets haben möchte, die ich heute gezeigt habe, auch kein Problem. Schicke ich gerne zu und stelle sie dann entsprechend zur Verfügung, genau über die E-Mail-Adresse. Soweit von mir für heute. Mal heute wieder ein ganz anderes Thema. Nächstes Webinar im März geht dann wieder ums direktere Traden. Ich sage da schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu. Das Traden des Langweiligen. So ähnlich. Nein, der Titel heißt in Wahrheit ein bisschen anders. Aber das ist mein Zweititel. Trade dann, wenn es langweilig wird. Klingt jetzt nicht gerade begeistert, das weiß ich. Ist aber sehr ernst gemeint. Wenn es langweilig wird, dann entstehen gute Trading-Chancen. Wie man das macht, ist dann im nächsten Webinar, dann im März. Euch allen noch natürlich einen schönen Abend und ja, hoffentlich dann wieder bis bald. Macht's gut. Tschö.